so viel Klebefläche und so wenig Kaugummi. Wie soll man sich da entscheiden? Hm. Und was tun wir dann? Können wir irgendwie... Haben wir hier noch was? Hey, was ist das denn hier? Kieselsteine. Können wir damit das Licht auswerfen und uns im Dunkeln vorbeischleichen? Hm, das Geschoss habe ich. Fehlt nur noch die Schusswaffe. Du kannst ihn doch einfach werfen, Rufus. Was heißt denn hier Schusswaffe? Verstehe ich nicht. Upsi. Wenn etwas auf die Flagge kommt, dann mein Logo. 5 brennende Feuerwerkskörper und in der Mitte ein Zombie. Eine blühende Fantasie. Wenn ich anfange, meinen Kram mit jedem Steinchen zu benutzen, dann komme ich nie nach Elysium. Ja, vielen Dank. Sonst noch was? Viel Bewegungsfreiraum haben wir hier ja nicht. Die Uhr, der Kasten ist leer. Den Code, was machen wir denn eigentlich damit? Können wir irgendwas in Brand setzen und somit die Aufmerksamkeit von dem erregen? Also den woanders hinlocken, meine ich? Stimmt. Zucker im Tank ist lustig. Aber dieser Fahrstuhl bringt mich vielleicht nach Elysium. Okay, dann sollten wir ihn nicht zerstören. Und nun? Vorhin haben wir damit noch geputzt. Jetzt machen wir wieder alles schmutzig. Haben wir oben noch was übersehen? Ach ja, Elysium. Flaggenmast. Puh. Wie, das war alles? Den Hebel hatten wir vorhin schon. Warum eigentlich nicht? Ach so, die Aufstiegscodes. Da war ja was. Ach so, die wir nur von Google bekommen. Alles klar. Und sonst ist hier aber nichts mehr. Ah. Schnörkel. Aha. Mein Katapult hatte eine ähnliche Form, nur dass Menschen reinpassten. Okay, aber das wird uns jetzt immer noch nicht so wirklich weiterhelfen. Wenn ich anfange, meinen Kram mit... Ja, danke. Aber was können wir denn jetzt? Da fehlt doch noch was, um so ein Wurfgeschoss zu bauen. Wir brauchen doch noch eine Art Gummi oder sowas, was wir da zwischenklemmen können. Wo bekommen wir das denn her? Hm. Habe ich denn jetzt hier noch irgendwas übersehen oder haben wir alles eingesammelt, was geht? Ich bin der Meinung, wir haben alles. Mehr zeigt er ja auch nicht an. Und weiter können wir uns ja auch nicht bewegen als hier irgendwie. Komm, Rufus, das muss doch jetzt irgendwie funktionieren. Wenn ich anfange, meinen Kram... Wenn ich anfange...
tödliche Schusswaffe. Check. Okay. Das funktioniert also dann plötzlich wieder. Munition? Check. Von wegen alles irgendwie wahllos zu kombinieren. Das war doch genau richtig. So, und jetzt schieß doch mal bitte die Lampe ab. Hallo? Habe ich ne... Ich hab's doch angeklickt. Alle Mann auf Gefechtsstation! Oh oh. Nur die Ruhe, Argus. Wir sind hier auf einem Müllplaneten. Mich überrascht eher, dass die Lampe nicht schon viel früher explodiert ist. Genau wie es dieser ganze Planet endlich tun sollte. Und jetzt bitte weitermachen. Gut, dass er ihn beruhigt hat. Wo haben wir uns denn hin verkrümelt? Ich kann nicht näher ran. Die Organons würden mich sehen. Ach, Mist, immer noch zu hell. Geht nicht. Er liegt direkt im Sichtfeld der Organons. Zeit für einen weiteren Geniestreich. Verrätst du uns auch welchen? Können wir den irgendwie dichter holen? Die Stange ist lang genug, aber ich brauche etwas, um den Schirm zu mir herzuziehen. Was könnten wir denn dafür? Der Kaugummi ist ja weg. Okay. Sehr schön. Und jetzt? Hoch. Was machen wir jetzt? Das gäbe eine perfekte Perücke mit Kragen. Reicht aber leider noch nicht, um als Cletus durchzugehen. Okay, er will sich als Cletus verkleiden. Den Wink mit dem Zaunfall habe ich verstanden. Haha! Zusammen mit dem Lampenschirm sieht die Flagge aus wie der Umhang von diesem Cletus. Fehlt nur noch die schleimige Frisur. Okay, also der Mob. Das wird noch cooler als meine alte Lampenschirmnummer. Haben wir das jetzt angezogen? Zieh mal an. Genial. Und auf geht's. Diesmal habe ich mich wirklich selbst übertroffen. Ja, hast du ganz toll gemacht, Rufus. Halt! Wer da? Ich bin es nur, Cletus. Wollten Sie nicht auf der Plattform warten? Ich dachte, ich vertrete mir mal die Füße. Von da oben ist doch alles sehr schwer zu erkennen. Ha, irgendwie gefällt mir Ihre Haltung nicht. Dabei mache ich täglich 2 Sit-Ups. Ich hoffe, Sie haben unsere Vereinbarung nicht vergessen. Doch, wie könnte ich? Haben Sie denn die Datasette bereit? Ja. Und? Wo ist sie? Ach, ich schussel. Ich habe sie wohl auf der Plattform liegen lassen. Beeilen Sie sich, Mann. Uns läuft die Zeit davon. Okay, also müssen wir irgendwie an die Datasette kommen von Cletus. Na, da bin ich mal gespannt, wie wir das anstellen wollen. Das ist ja nun wirklich... Die Organons erzählten etwas von einer Backup-Datasette. Das hat dich nicht zu interessieren. Du bringst mir Goal und ich nehme dich mit nach Elysium. Mehr haben wir nicht vereinbart. Wir schreiben uns also nicht gegenseitig was in unsere Poesiealben. Nein,
Naja, aber er hat uns doch schon so viel erzählt, was er nicht hätte tun müssen, weil es nicht zu unserer Vereinbarung gehört. Da kann er uns doch jetzt auch diese Datasette geben. Ich brauche die Backup-Datasette. Da muss ich dich enttäuschen. Die hilft nicht gegen mangelnde Hirnkapazität. Ich brauche sie trotzdem. Und wozu, wenn ich fragen darf? Komme ich nicht an... Na, das werden wir ihm wohl kaum sagen. Gorn ist bewusstlos. Ja, jetzt bin ich unter... Nein. Ich komme auch ohne aus. Nein, kommen wir leider nicht. Goal ist bewusstlos. Was hast du getan? Ist ihr Implantat beschädigt? Keine Sorge, es geht ihr gut. Ja, okay, super. Aber das Implantat. Ist das Implantat noch intakt? Ich glaube schon. Was heißt das, du glaubst? Ohne Goals Implantat werde ich Deponia nie verlassen können. Dann gib mir diese verdammte Datasette, damit ich sie endlich aufwecken kann. Ja, okay, fein. Hier hast du die Datasette. Aber wenn sie wach ist, bringst du sie unverzüglich hierher. Ist das klar? Und Gnade dir Gott, wenn das Implantat beschädigt ist. Du liebst sie wirklich, oder? Ja, genau. Das muss wahre Liebe sein. So stellt man sie sich vor. Dann haben wir unsere Tarnung ja jetzt perfekt... So, dann verkleiden wir uns jetzt mal ganz schnell wieder. Halt, falscher Mauszeiger. Genial! Und auf geht's! Diesmal habe ich mich wirklich selbst übertroffen. Ja, bloß nicht zu viel Selbstlob. Halt! Wer da? Ich bin es nur, Cletus. Und? Was und? Die Datasette. Haben Sie sie gefunden? Na klar. Hier ist sie doch. Keine Panik. Wo? Ich kann kaum was erkennen. Und überhaupt, was lungern Sie eigentlich so im Schatten herum? Kommen Sie her, Mann, damit ich Sie sehen kann. Oh. Aber, Amtmann, seien Sie doch bitte etwas höflicher. Sie vergessen, dass wir alle für dasselbe Ziel arbeiten. Lassen Sie den Botschafter passieren. Je schneller er diesen Rufus und damit die Aufstiegscodes gefunden hat, umso schneller können wir mit unserer Mission fortfahren. Jawohl, Sir. Ich glaube, dass der Herr Botschafter den Ernst der Lage sehr wohl verstanden hat. Er ist sich sicher bewusst, dass er nur diese eine Chance hat, die Aufstiegscodes wiederzubeschaffen. Und dass wir anschließend unsere eigenen Methoden einsetzen werden. Das stimmt doch, Herr Botschafter, oder? Natürlich. Po, da haben wir jetzt aber nochmal Glück gehabt. Wir sind vorbeigekommen, sehr schön. Puh, das war brenzlig. Ich glaube, ich kann das Kostüm jetzt hier lassen. Ich bezweifle ohnehin, dass sie nochmal drauf reinfallen. Bist du dir sicher, dass das eine gute Idee ist? Sie sollten das Kostüm vielleicht trotzdem nicht finden. Ich hätte es lieber nochmal mitgenommen. Man weiß nie, was noch kommt. Goal? Goal! Oh nein. Charlotte, sie ist verschwunden. Was war denn hier los? Ob sie von den Organons erwischt wurde? Unsinn, das kann nicht sein. Das hätten sie erwähnt. Aber wer sollte sie sonst verschleppt haben? Ich muss sie unbedingt finden. Und das, bevor dieser Argus es tut. Vielleicht finde ich irgendwelche Spuren. Zu der Organon kann sie schon mal nicht haben, dann würden sie ja nicht